Hey Leute und willkommen zu dieser Folge, zu dieser neuen Folge von der PES 19 Spielerkarriere mit Robert Lewandowski. In meinem Zimmer hat es ungefähr 35 Grad. Ich habe das Fenster ein bisschen offen. Ich hoffe nicht, dass man jetzt irgendwelche Tiere oder Leute hört, die da rumgrölen. Ich bin aber absolut am Ende. Ich habe gerade noch ein bisschen Torwartkarriere aufgenommen in FIFA. Gerne da vorbeischauen, rechts mit dem i verlinkt. Aber mir ist echt so warm. Es ist so heiß hier drin. Die Softboxen strahlen mich an. Aber ich habe gesagt, komm, heute nehme ich mit Kamera mal wieder auf. Habe ich ja letzte Folge nicht gemacht. Letzte Folge auch rechts um am i verlinkt. Wir haben in dieser Folge zwei Spiele. Einmal gegen Stuttgart auswärts und einmal gegen Nürnberg auswärts. Ich hoffe, dass wir beide souverän gewinnen können. Und ja, ansonsten, was soll ich noch dazu sagen? Ich habe Bock, mit Robert Lewandowski jetzt ein paar Tore zu machen. Also starten wir direkt rein. Wie gesagt, schaut bei den anderen Projekten vorbei. Ich werde ja jetzt probieren, habe ich ja schon des Öfteren erwähnt, dass ich wieder mehr diese coolen Projekte bringe. Heißt mehr von der PES-Trainer-Karriere, ja. Auch die Playlist mal rechts in meinem i verlinkt. Jetzt wollte ich schon mal so eine Aufstellung ändern, kann ich aber nicht. Auf jeden Fall will ich eben diese Projekte Trainer-Karriere und Spieler-Karriere hier in PES weiterbringen. Und auch die Spielerkarriere, also die Torwartkarriere in FIFA. Also wie gesagt, bei diesen Projekten ein bisschen am Start bleiben, weil die einfach mega, mega cool sind. Nice. Sosa. Alter. Was ist da los? Neuer, du bist der größte Honk ever. In PES ist dieser Typ absolut behindert. Ich kann dazu nicht mehr sagen, als dass er absolut behindert ist. Oh, ich glaube, ich habe die Kommentatoren an. Die muss ich gleich mal ausmachen. Ich habe keine Kopfhörer drin, ich höre es nicht. Aber ich glaube, ich sehe das hier am Pegelausschlag, dass ich die Kommentatoren anhab. Ich sage das ganz oft, auch in meiner Trainerkarriere, auch wenn ich privat zock, wenn ich zum Beispiel mit meinem Vater zock, grüße ihn raus an meinen Vater. Ja, hier, guck, habe ich hier die Sachen angestellt. Wenn ich mit ihm zock, habe ich die auch immer an. Ja, aber auf jeden Fall sage ich das ganz, ganz oft, dass Neuer hier in PES einfach irre ist. Der rennt ohne, dass man was... Ich habe nichts gedrückt. Der rennt einfach Kilometer, 12 Kilometer einfach raus aus dem Tor. Und dann passiert sowas. Dann passiert sowas. Hat er natürlich gut gemacht, der Stugitauner. Er hat die einfach abgezogen und... Ja, hat auch noch Glück gehabt. Pfosten rein, trifft das Tor. Einwandfrei, ne? Es ist natürlich logisch, dass es so ist. Aber mir fällt es einfach schwer, dass ich nur den einen Spieler halt steuern kann und die PES-KI sogar halbwegs intelligent ist und auch selbst mal irgendwas probiert, ohne eben mich damit einzubeziehen. Und ja, das fällt mir immer noch ein bisschen schwer. Hier, wie jetzt zum Beispiel. Und da sind wir! Yes! Da muss man am richtigen Ort stehen und das haben wir getan. 1:1. Ah, er hätte passen müssen. Mann. Neuer, du bist so... Der ist so durch, ne? Der typisch verrückte Stern. Oh. Da kommt ein Ball. Und jetzt tricksen wir ihn aus. Und der Schuss. Oh. Leute, jetzt geht's aber los. Hier wird sogar Fake Shot und weiß nicht alles gemacht. Krass, Lewandowski... Geiler Typ. Viele haben ja auch immer in die Kommentare geschrieben, boah, ich mag den gar nicht. Also, ja, es ist ja in Ordnung, respektiere ich, aber ich verstehe nicht, was der falsch macht. Der ist doch krass. Oh, oh, Nein. Ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte einfach nicht. Es ging nicht. Die Annahme und bis ich schießen wollte und ich habe ja auch drauf gedrückt. Dann war ich schon in den Händen des Torhüters. Nächster Schuss. Robert Lewandowski. Man muss mal auf meinen Balken gucken. Ich spiele heute extrem aufwendig. Ich laufe hin, ich laufe her. Also ich brauche richtig viel Ausdauer. Komm! Oh, man sieht es hier. Der Strich ist gar nicht mehr vorhanden sozusagen.
Das ist, weiß nicht, ob das so cool ist, aber ich wollte diesen Spielstil halt mal fahren, zumindest jetzt in diesen ersten 45 Minuten. Keine Ahnung, ich hab schon einiges investiert, leider ist nicht viel bei rumgekommen. Weiß nicht, ob das unbedingt an mir liegt. Nächste Möglichkeit. Auch die ist nicht drin. Renato Augusto auf dem Weg zum 2:1. Spiel gedreht. Yes. Nice. Schicker Pass von Franck Ribéry auf Renato Augusto. Der wunderbar einnetzt zum 2:1. Jetzt noch ein Tor und dann kann er mich gerne runternehmen vom Feld. Er kann mich auch jetzt schon gerne runternehmen. Ist mir eigentlich relativ egal, solange wir gewinnen. So, jetzt die nächste Möglichkeit. Das ist wirklich eine Mega-Möglichkeit. Franck Ribéry. Ribéry, er macht ihn! 3:1. Stark, Mann. Ribéry hat eins vorgelegt und hat direkt danach eins selber gemacht. Ganz, ganz nice. Ganz, ganz stark. Freut mich. Ich war auch hier. Ich dachte, hier könnte er auch mir passen. Spielt ganz runter. Dann war ich im Abseits. Ribéry macht das eisekalt zum 3:1. Jo, da gehen wir. Nice. Lewandowski geht runter. Wagner kommt. Läuft. Ist in Ordnung, ist definitiv in Ordnung. Ich spiele das jetzt hier in Zeitraffer ab und dann gucken wir mal. Und da kommt Stugi Town und sie machen ihn. Uiuiui, Castro 2:3. Krass. Neuer hat wieder nicht gehalten. Ich glaube, Stugi Town, hat jetzt. Sorry. Die haben jetzt auf jeden Fall, glaube ich, zwei oder drei Schüsse und davon sind zwei drin. Also entweder zwei oder drei. Ziemlich sicher. 8 Sekunden sind noch zu spielen. Die Ecke durch Castro. Der Schütze zum 2:3. Jetzt oder nie. Was wird passieren? James Rodriguez ganz stark. Abpfiff. 2:3 gewinnen die Bayern. Einen Treffer konnte ich auch machen. Nice. Ich war nicht schlecht, habe aber echt sehr viel Ausdauer verbraucht. Also da habe ich richtig reingehasselt. Mal gucken, wie es im nächsten Spiel läuft. Gegen die Nürnberger. Gehe ich ja die Nürnberger spielen wir jetzt. Ein wenig auswärts. Wie heißt das Stadion? Max Marlock oder so? Das ist krass. Nürnberg hat aber gerade 4:2 gegen Schalke gewonnen. Gar kein Problem. Platz 12. Was, als ob die Platz 12 sind. Lol. Ich habe gerade gesehen, dass Lewandowski so einen schrägen orangen Balken nach unten hat. Keinen ganz nach unten, aber so schräg nach unten. Ich werde gucken, wie das läuft. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall gewinnen können und Tore schießen können. Und dass ich diese Folge jetzt noch aufnehme. Danach werde ich mich ins Bett begeben, denn es ist schon spät genug. Beziehungsweise werde ich noch duschen, aber ja, danach. Jetzt kennt ihr auch meinen kompletten Plan und dann würde ich sagen, kennt ihr auch den Plan, wie ich jetzt ein Tor mache, nämlich indem ich darunter spiele, hoffe, dass er mir wieder hochspielt, was er zum Glück tut, dann kann ich nämlich ganz runter spielen und auf Thiago und der macht ihn rein zum 1:0 für die Bayern. Das hat geklappt, mein Plan, und so klappt hoffentlich alles in nächster Zeit. Nice. So geht das, Leute. Jetzt wisst ihr's. Etzer da wisst ihr Bescheid, gell? Ja. Ey, Neuer hält nichts. Es ist unglaublich. Ich meine, ich kann das ja nicht erwarten, dass er solche Dinge immer hält, aber er hält sie nie. Nie. Never. Jetzt kann ich wahrscheinlich noch die Torhymne von Nürnberg raussuchen. Gegen die habe ich noch nie ein Tor kassiert. Also auswärts zumindest. Gott, ey, was da los? Was ein Scheiß. 1:1, weil Neuer nicht hält. Ich meine, es war nicht schlecht gemacht, aber. Ja, geil. Richtig stark. Das nenne ich Einsatz.
Komm, 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 Robben, komm, Robben. Warum spielst du mir denn nicht in die Mitte? Komm jetzt. Ja, wohl, 2:1, wir gehen wieder in Führung. Lewandowski, wir machen das Tor, yes. Jetzt komm. Jawohl, yes. Doppelpacker, 3:1. Nice one. Schlagen wir nochmal eine Flanke auf Kingsley Coman, die echt gut war. Schade, kurz vor der Halbzeit nochmal die Chance zum 4:1. 3:1 zur Halbzeit ist aber trotzdem echt gut. Dafür, dass Nürnberg uns so hart reingedrückt hat und das eine Zeit lang. Ja, wir haben uns auch jetzt so ballbesitzmäßig nicht viel gesteigert, haben aber ein paar mehr Chancen bekommen und die haben wir zum Glück genutzt. 3:1, hoffentlich geht's gut und positiv weiter. Das war auf jeden Fall scheiße. Heißt, ich muss auch ein bisschen zurück und das 2:3, Anschlusstreffer, das ist natürlich jetzt kacke. Kubo. Kubo, keine Ahnung. 2:3. Jetzt wird es nochmal knapp und es kann sein, dass ich rausgenommen werde. Ne, ich bleib drin. Oh, Junge. Das war ein taktisches Foul. Dafür müssen sie eigentlich gelb geben. Was machst du, Schiri? Mann. Gedribbelte Distanz. 116 Meter habe ich. Ja, kein Wunder, dass meine Ausdauer weg ist. Boah, das gibt's nicht. Nein, das Tor ist leer. Und das ist das 3:3. Sally. Fuck. Fuck. Kann ich nichts machen. Verteidigung ist nicht mein Job. Ich war schon extremst weit hinten. Und ja, ist auch Pech natürlich für den Torwart. Scheiße, dass hier der 14er, der das Tor gerade eben gemacht hat, ich weiß seinen Namen nicht mehr, dass er da so frei zum Schuss kommt, dann an den Pfosten schießt. Das ist natürlich schlecht gewesen. Und dann kann sie nichts mehr machen. Jetzt vielleicht nur noch ein Tor nachlegen. Das wäre ganz angenehm. Das könnte man noch machen. Komm, Kingsley Coman. Oder Robert Lewandowski. Eher Kingsley Coman hätte es machen sollen. Ich habe 2 Tore gemacht. Aber Nürnberg halt auch eben 3. Gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, man kann die Schuld jetzt nicht auf mich schieben. Ich finde es echt traurig. Schade, dass wir gegen Nürnberg es nicht geschafft haben, dominant zu sein. Ja, aber gut, das ist halt manchmal so. Das ist gegen solche Mannschaften öfter mal so. Das kennt man ja. 3:3. Kann man aber machen. Läuft auf jeden Fall ein Unentschieden. Dadurch ist Werder Bremen jetzt punktgleich mit uns. Wir haben ein Tordifferenz besser. Haben natürlich mehr geschossene Tore, aber auch mehr kassiert. Ich bin gespannt, wie das in Zukunft läuft. Schwierigkeitsgrad passt auf jeden Fall. Hat man jetzt nochmal gesehen, also weil es mir gerade einfällt, dass Leute das geschrieben haben, dass ich wahrscheinlich eher einen Schwierigkeitsgrad hochstellen soll. Man hat es gerade gesehen, 3:3 gegen Nürnberg. Ja, eher nicht. Ich hoffe halt, dass ich ein bisschen Pause jetzt kriege wegen meiner Ausdauer. Naja, egal. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.